Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fans 2020. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Rennwochenende. Das heißt, wir sind zu Gast in der Wüste mal rein zum zweiten von 10 WM-Läufen. Im ersten Rennen in Australien. Letzte Woche sind wir ja nur Zweiter geworden. Diesmal wollen wir natürlich gewinnen, um vielleicht den Schritt nach vorne zu machen. So, gucken wir mal gerade rein, eben was wir noch so Schönes haben. Ja, wie ihr seht, Hamilton war schneller als wir. Über das Rennwochenende gesehen, war es verdient der Sieg, da haben wir gar keine Chance gehabt, aber ich bin erstmal froh, dass wir zumindest noch nach vorne gekommen sind. Verstappen ist nur Elfter geworden nach deinem Dreher. Aber gut, nicht schlimm. So. Keine neuen Nachrichten. Haben wir keine Dings drin? Keine Möglichkeiten, um was noch einzuplanen. Okay, gehen wir rein. Jetzt. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. So. Gut, dann gehen wir mal rein in den WM-Lauf. Wie gesagt, schauen wir mal heute, was wir reinkriegen. Ich muss nur während des Spiels mal zwischendurch in den Fotomodus rein kurz switchen, damit ich mir ein Thumbnail erstellen kann, weil ich quasi nur das Training und das Qualifying heute aufnehme. Es ist 10 Uhr abends, ich bin von der Arbeit zurück und bin eigentlich dann immer froh, wenn ich auch mal ein bisschen chillen kann. Und damit die Folge noch relativ pünktlich rauskommt, mache ich halt nur genau dieses. So, dass ich am Samstag dann das Rennen aufnehmen kann. So, dass ihr da gerade Bescheid wisst. Normalerweise mache ich das Thumbnail immer aus dem Rennen raus. Trainingssessions sind unerlässlich für die fortlaufende Entwicklung des Wagens. Bitte Vorsage. Wenn es nötig ist, kannst du die Session auch simulieren. Es ist nicht so effektiv, wie selbst hinter dem Steuer zu sitzen, aber besser als die gesamte Session zu verpassen. Genau so ist es. Und ja, soweit passt das eigentlich. Haben wir noch irgendwas Interessantes von dem Baum? Ich kann mal kurz gucken, ob wir noch was entwickeln können. Okay. Ist noch nicht entwickelt. Naja, müssen wir mal gucken. Müssen wir das nach dem Training nochmal machen. Gehen wir auf jeden Fall mal zurück und gehen mal rein ins erste freie Training unter diesem Freitagnachmittag. 14 Uhr ist es wieder Trainingszeit. Wenn man Schuck aus meiner Flasche trinken, geht es sofort gleich weiter. Wie gesagt, wir sind direkt. Nächste Woche ist Kanada dran. Das ist Bahrain. So. We're going to be logging some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts, we'll just confirm they're performing to spec. So, bei Ryan Dry, gut, sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, gehen wir raus. Schauen wir mal, wo wir hier einen Sachen Sieg holen können und ob wir uns im Lampenklo angeln können. Damit wir F1 2020 komplett abschließen können und uns dann irgendwann auf das neue Spiel mal konzentrieren können. So, das Auto fährt raus. Das war, wo wir eigentlich vorne die erste Garage haben. Dauert das ziemlich lange, was ihr brauchst, den ganzen Betrieb. Gut, okay. Ja, erste Garage, ja klar. Ne? So, wie immer, KI 85, Track Limits auf streng, also schneiden. Dementsprechend wird wahrscheinlich einiges passieren. Mal gucken, ob die Reifen halten. So, letzte Woche nicht der große Preis von Kanada, der MSFL gestartet, Platz 15. Es wäre mehr drin gewesen von Platz 20, muss man mal sagen. Der Zwischenfall ist geklärt. Es war tatsächlich, ja, meine eigene Schuld. Ich habe das mir nochmal angeguckt. Muss ich mich ein bisschen zurückhalten und habe da einigen Leuten ein bisschen Unrecht getan. Naja, gehen wir mal rein, auf jeden Fall ins Rennen jetzt und hoffen mal, dass wir hier mit einem guten Ergebnis ein bisschen was mitnehmen können. Und
Wollen wir auf die. Ja, das Rennen wird übrigens im Dunkeln stattfinden, also die Trainings klar. Oder werden im Hellen stattfinden. Bin mal gespannt. Aber es flutig brennt, ne? Sehe ich gerade. So, letzte Kurve. Und dann geht's raus auf die Strecke. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu weit drüber rutschen, weil viel über die Zeitstraßen gehen könnte. Weil ich ja, wie gesagt, das Kurvenschneiden auf streng gestellt habe. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, aber ich mich übelst verbremst auf jeden Fall. Da werden wir auf jeden Fall mit der Zeit schon mal nichts reißen können, weil wir da schon mal ein bisschen vertan haben. Zumindest was ganz vorne betrifft. Ich weiß nicht, wie die Positionen sind. Ja, wir wollen natürlich, unser Ziel ist es natürlich, dieses Wochenende Lewis Hamilton zu schlagen und wieder uns ein bisschen. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Jo, während unser Renningenieur uns ein bisschen mit dem Standardzeug zutextet, Reifentemperatur, ihr habt ja unten unter die wahrscheinlich mitgelesen. Wollte ich gerade anschauen, wir wollen Lewis Hamilton schlagen, damit wir zumindest wieder ein bisschen Richtung WM zurückkehren können. Als weiterer Rückschlag könnte schon eine Art Vorentscheidung sein. Aber schauen wir mal. Gucken, was jetzt die Zwischenzeit sagt gleich. Klar würde es halt sein, aber als 31.3, das wird definitiv keine gute Runde. Ist keine gute Runde. So, bisschen angebremst jetzt in der ersten Kurve. Und schon haben wir eine halbe Sekunde. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu der um uns wegrutschen. Was haben wir liegen lassen? Nur Hundertstel zumindest mal. Wieder nicht sauber getroffen, die Runde. Die Kurve hier. Bisschen nehmen wir jetzt wieder mit, mit haben wir 30,8 mit ein bisschen Glück, mehr wird aber gucken, was drin ist. Du hast noch was verloren, 30,9, also da wäre definitiv mehr drin gewesen. Ich wollte schon mal ein Auto auf jeden Fall noch. Ricciardo jetzt auf 2 im Renault von, das ist ein Alfa Romeo. Nur so nebenbei gerade. Ja, da haben wir schon verloren. Definitiv die Runde. Ah, kann man schon ein bisschen einbrechen, weil die Runde ist durch. Das war ein ziemlich blöder. Der kam auch ziemlich plötzlich. Der kam auch sehr, sehr plötzlich auf einmal, der Abflug, aber nichts erhalten. Das
Zweck war sehr unruhig. Damit können wir auch abbrechen. Dann sind wir auch schon im ersten freien Training durch. Norris ist das hinter uns gewesen. Der wahrscheinlich auf der... Na, ist nicht auf der Schnelle. Der ist auf der Outlap. Dafür kam er ein bisschen zu langsam gefahren. Ja, ich komme hier gar nicht klar, weil momentan ohne Flügel ist das ein bisschen schwierig. Ups, das könnte... Ja, aber Gott sei Dank, das war ein bisschen zu schnell. Also, das erste freie Training haben wir schon mal abgearbeitet. Ja, der kam wirklich nur plötzlich, der Abflug. Ja, er versucht den Wagen ein bisschen gegenzuhalten, aber warum der kam? Car repairs have set us back a little. Warum er kam, weiß ich nicht. Aber jedenfalls sind wir von Lewis Hamilton mit der Zeit. Das macht zumindest mal den ersten guten Eindruck, was das betrifft. Klar, 30,9. Halbe Sekunde vor Lewis, halbe Sekunde vor etwas schneller als Max, fast eine halbe Sekunde vor Max. Das ist der erste Sektor, das ist unser. Hamilton jetzt ein bisschen besser dran an uns, mit 0,3 Sekunden Rückstand. Also zwei Mercedes an Max Verstappen und dann Leclerc Sainz. Und der seht ihr den Rest, ja, zumindest die ersten 10. Vettel, der einzige momentan auf Hart. Ja. Und damit geht schon mal in die Bahrain hier dieses erste freie Training an uns. Also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richards, Hamilton und Max Verstappen. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Jo, damit haben wir das erste freie Training schon mal weg. Und im zweiten Teil sehen wir uns in wenigen Sekunden wieder. Geht's gleich weiter? So, da sind wir schon wieder und gehen jetzt gleich direkt weiter rüber ins zweite freie Training an diesem Freitag. Freitagnachmittag, ja, es ist 14:15, 14:20 Drehung. So, da sind wir wieder an der Strecke, liebe Leute. Und probieren es nochmal mit den Mediums. Ja, vielleicht kann man die zwei nochmal drücken. Also 30,8 war. Naja, 30,9. Entschuldigung. 30,9 war das höchste der Gefühle. Der Teamkollege mit 31,2 sind wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen schlauer. Aber gucken wir mal. Geht jetzt gleich weiter. Jetzt geht es sofort weiter. Jetzt ist es schon dunkel. Es ist quasi Freitagnachmittag. Ja, an der Strecke 16 Uhr. Grob. Oder 17 Uhr vielleicht. Je nachdem, was die Uhrzeit betrifft. Kann auch 18 Uhr sein. Ich weiß es nicht. Aber es ist dunkel jedenfalls schon. Aber der fühlt sich, wie gesagt, gefühlt sich auf den Medium, fühlt er sich sehr, sehr unrund an. Gefühlt, zumindest sehr, sehr unrund das Auto. Zumindest mit dem Heck. Das hat man definitiv gesehen mit dem ersten Abschnitt, mit dem Abflug, dass der auf jeden Fall da. Also da kam ohne Vorwarnung, wie gesagt. Ich weiß immer noch nicht, was das letztendlich ist. Da die durchdrehende Reifen vielleicht. Müssen wir gucken. Müssen wir verstehen und versuchen, das abzustellen. Gucken wir erstmal, was jetzt nochmal die Mediums sagen. Und vielleicht versuchen wir es dann im letzten Abschnitt nochmal auf... dann mit den Soft. Also ich kann es mir selber nicht erklären. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwo auf den Körb gekommen bin, mit dem Arsch oder so. Weil hier, dieser Körb, der sagt immer mal ein bisschen zwischendurch.
Der lässt immer mal gerne das Heck ein bisschen kommen, wenn du da drauf kommst. Aber ich glaube, der Mercedes ist allgemein sehr, sehr unruhig, was das betrifft. Das war das schnellste Auto, aber was das aber manchmal will er nicht. So, gehen wir rein auf die Strecke. Ja, erste Runde war eben nicht so gut. Die zweite Runde war nämlich immer noch mal eine halbe Sekunde besser. Vielleicht schaffen wir es jetzt auf Anhieb mal, was nachzulegen. Erster Sektor, kein Kunststück, dass wir da schnellster sind, weil da sind wir nämlich momentan das einzige Auto auf der Strecke. Ich muss es halt versuchen zu lernen. Wie gesagt, nächste Woche ist Kanada, dann haben wir nämlich schon Belgien, Italien, Ungarn mit drin. Ich habe die ganzen Asien-Rennen in Singapur und Japan nicht mit drin auf der Strecke. Russland ist da noch irgendwann mit drin. Brasilien, klar. Österreich. Also ja, die ganzen Kurzstrecken, aber ja, eh momentan nicht viel. Siehst du, das meine ich gerade. Jetzt wieder ein bisschen umgekommen und da muss ich jetzt die Tür aufmachen, also die Lenkung ein bisschen aufmachen, weil eben genau sonst wieder das passiert wäre. Da würden wir Zeit gekostet haben. Zeit ist nicht mal klar, Violett, aber was kriegen wir hin? Ja, dem sind wir 30,9 gefahren, hat locker gereicht, um die Pole-Bestzeit zu setzen. Ein 35, da sind wir sogar langsamer als eben im ersten Teil. Im ersten Versuch des ersten freien Trainings. We have two laps of fuel remaining. Kann aber auch, wie gesagt, damit zu tun haben, dass wir eben wieder dieses nervöse Heck hatten, wo ich gegenhalten musste, wo ich die Lenkung aufmachen musste. Aber gucken wir mal gleich, ne? Aber nochmal, vielleicht schaffen wir es nochmal. Erster Sektor ist schon mal violett, das ist klar, da sind wir ein bisschen schneller durchgekommen. Jetzt sieht so ein bisschen am zweiten, der zweite Sektor. Der läuft nicht so ganz, wie er soll. Jetzt kommt so gleich diese knifflige Ecke, dieser Kurvenbereich hier. Diese Linkskurve geht noch. Aber die Rechtskurve hier, die ist es. Und genau das meine ich, das ist wieder passiert. Aber diesmal weiß ich auch, warum uns lief, weil wir mit der Vorderachse auf den Curb gekommen sind. Genau das ist es passiert. Wir sind eingelenkt, mit der Vorderachse vorne auf den Curb gekommen und haben es dann versemmelt. Ja, wie gesagt, auch wieder am zweiten oder so. Das wäre definitiv nochmal eine Fabelzeit, nochmal eine gute Bestzeit geworden. Die 31,5 hätten wir wahrscheinlich immer auf 30,7, 30,6 gedrückt. Box in the next two laps, please. Ja, kannst du knicken. Müssen wir abbrechen. Ich wollte noch mal eine Runde ansetzen, bin ein bisschen weit rausgekommen und dementsprechend war die Runde ungültig. Also, Merke bleibt weg von dem Curb. Und aus dem Rennen. Das müssen wir im Rennen definitiv abstellen. Oder beziehungsweise allgemein momentan abstellen. When you get a chance, make sure to run some of our practice programs. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy and car development. Gut, die Zeit ist kein Kunststück. 1,2 Sekunden, da müssen wir definitiv noch mal ran. Das Problem, jetzt muss ich natürlich die Mediums opfern, um auf die Soft zu wechseln, damit wir nochmal eine Runde sind, damit wir überhaupt nochmal was machen können. Checks complete. All personnel be aware. We have a car leaving. Ja, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das ist einfach viel zu unruhig, viel zu. Puh.
Ja, ich muss weg von dem Körper bleiben. Das ist es halt. Also, erstmal momentan kann das Sense bei uns, dann Kimi Räikkönen noch Medium und Magnussen auf Hard. Unsere schnellste Runde war eben die Mediumsrunde. Also, einfach so setze ich nochmal mit dem. Oh, ich lasse das. Das ist der McLaren, ja, mal ziehen. Das ist eben jener führende Carlos Sainz. Wo die Zeit jetzt nochmal um 1,2 Sekunden Minimum drücken müssten. Ja, der fährt jetzt wahrscheinlich in Lab. Der ist nämlich nicht schnell. Und ich fahre auf Mager, halt ich, fahre ich ihm gerade ein bisschen ran. Oder liegt das, ne? Das liegt schon mal nicht an den Reifen. Ich hoffe es nicht. So, mal gucken. Ja. Ein Versuch setze ich hier heute noch. Ein vernünftiger Versuch mit dem Soft. Grosjean jetzt auf 3. Oder fährt er tatsächlich nochmal auf eine schnelle Runde, der Carlos Sainz zu uns? Ja. Das. Okay, er bricht sogar jetzt nochmal ab, weil er langsamer. Oder er möchte uns jetzt gerade keinen Windschatten geben. Also 1,2 Sekunden müssen wir jetzt gerade noch mal knacken auf die, auf unsere Zeit. Das ist jetzt Sektor 1. Schon mal violett, der ganze Kram. Ein bisschen nehmen wir es jetzt gerade Richtung zweiter Sektor. Und jetzt geht es in die Haarnadel auf dieses zweite DS-Stück. Momentan hätten wir absolute Bestzeit, weil wir guten Vorsprung haben. Also der Unterschied zwischen dem Medium und dem roten Soft, die ganz weichen, ist eklatant. Der ist locker 2 Sekunden. Würde ich fast wetten. Sektor 2 ebenfalls immer violett, das ist aber auch kein Kunststück. Und dann sind wir über 2 Sekunden, die wir wahrscheinlich am Ende rausholen. Und dann sind wir, wenn wir ein bisschen mit Glück dabei sind, gleich bei 3,29,6 oder sogar noch schneller. Ne, 28 wird es wahrscheinlich nicht sein. Ne, da fehlt es doch locker ein bisschen was. Nicht zu weit rauskommen, keine Strafe mitnehmen. Und dann ist es tatsächlich die neue Bestzeit. Und dann ist es am Ende 29,3 und dann war es das. Dann habe ich erstmal eine Ansage gemacht. Und den Ferrari vorne. Den Ferrari vorne, nein. Es ist ja hier im Spiel noch McLaren. Sainz wechselt erst im neuen Spiel hin. Grob 2 Monaten zu Ferrari. Ist er noch hier im McLaren. Also, führe der momentan vor Carlos Sainz und Romain Grosjean. Dann die Quere auf 4, Räikkönen auf 5. Was die große Konkurrenz macht. Alle voran Lewis Hamilton und Max Verstappen. Werden wir dann in der Endtabelle sehen. Die Frage ist, was fahren sie für Rundzeit? Wir müssen auf jeden Fall nochmal nach. Ja, ich fahre jetzt auf Mager. Ich fahre das Auto jetzt nach Hause. Und dann sind wir gleich schon mit dem dritten freien Training. Ja, also der Abflug definitiv im ersten freien Training. Wo der gleiche scheiße Grün am zweiten. Kriegen wir das Auto heile durch im dritten, wäre es gut. Ansonsten weiß ich, dass ich definitiv wegbleiben muss vom Curb. Sprich sowohl morgen jetzt in der Quali als auch am Sonntag im Rennen. So, ab in die Box. Schnell.
Dann mache ich meinen Fotomodus, mache ich dann im dritten beim Schnitt. Wenn ich Glück habe, kriege ich gleich ein Auto neben mir. So. So, dann haben wir das auch. Dann gucken wir mal, was am Ende rauskommt. Ricardo Soft, Verstappen ebenfalls auf Soft dahinter. Also es ist schon mal ordentlicher Abstand, muss man sagen. Teamkollege auf 5, mit 1,5 Sekunden dahinter. Also hinter uns Ricardo, Verstappen und Sainz, Renault, Red Bull und McLaren, dahinter der zweite Mercedes. Also mal gucken, ne? Das ist jetzt gerade mal nochmal eine Ansage. Schnellster ebenfalls im zweiten Abstand, und zwar deutlich. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richards, Ricardo und Max Verstappen. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja. Ja, ist definitiv mal eine Ansage. So, gleich sind wir sofort schon wieder am dritten freien Training. Geht er sofort weiter mit dem dritten Abschnitt. So, rein damit. Hüpfen wir rüber. So, da sind wir wieder an der Strecke zurück. Remember, we have a number of practice programs to run. It'll be very beneficial for the team if we do these. This is the only session remaining to do them, so let's get on that pronto. So, okay, geht jetzt sofort weiter. Und dann fahren wir mal raus auf Rot. Track is still green. Try and take it easy for the first couple of laps. So, jetzt sind wir wieder am Hellen auf der Straße und schauen wir mal, was mit dem Soft ist. Also, Teamkollege 1,5 Sekunden dahinter. Die Frage ist, was für Einstellungen er gefahren ist. Wenn wir das so beibehalten, könnte das durchaus ein erfolgreiches Rennwochenende sein. Und wie gesagt, nochmal, wir haben einen Rückstand von 8 Punkten auf Lewis Hamilton. Und den will ich dieses Wochenende so klein wie möglich gestalten. Haben wir denn überhaupt eine Chance im Qualifying uns da vorne zu stellen? In die erste Reihe. Das haben wir in Australien nicht geschafft. Da sind wir nämlich Dritter geworden. Da war nämlich der gute Herr Verstappen noch Zweiter. Und ich glaube, bis Anfang der zweiten Runde waren wir sogar Führender, weil ich mit dem Bombenstart die beiden überholt habe und dann ja, eigentlich nochmal kassiert wurde mit einem guten Aktion von Lewis Hamilton. Und damit war das Thema dann nochmal gegessen. Da der Boxenstopp wegen dem Flügelwechsel und so, dann muss er nochmal noch, am Ende nochmal von 6 auf 2 vorarbeiten konnten. Naja, mal schauen.
Das gleiche darf definitiv auf den Zopf nicht passieren. Also irgendwas ist nicht in Ordnung. Das war bei uns jetzt mal ein Ausprobieren. Das war jetzt kein... Das war jetzt ein provozierter Abflug. Ja, mich wundert, dass das jetzt mit dem Mercedes so krass ist. Und mit einem anderen Auto funktioniert das normalerweise. Aber scheinbar mit dem Auto hier nicht machbar. Also, mal schauen, was drin ist mit den Zeiten. Das ist Sektor 1. So, mal gucken, was jetzt der Sektor 2 sagt. Halborn, 36 auf Soft, das ist eine gute Zeit. Da müssen wir uns aber auch noch mal ranarbeiten an die Runde. Das ist der Sektor 2, vielleicht packen wir den Thailänder. Vorne jetzt mit Handführende. Mit Handluft 19. Liegt aber daran, dass wir eine Startnummer, weil nur ein Auto eine höhere Startnummer hat als wir. Das ist Giovinazzi, der die 99, vielleicht die 87. Das wird sich jetzt im Sinn, schauen wir mal, ob wir nach vorne kommen. Das ist 29,7 und das ist eine gute Sekunde schneller als die Red Bull. Ja, schauen wir, scheint der Mercedes hier ein bisschen besser zu funktionieren, unabhängig davon. Der Curb hinten im zweiten Sektor, da dürfen wir definitiv nicht draufklettern. Das ist das A und O. Mal gucken, was wir jetzt im zweiten Sektor machen. Bis zum Sektor 1 schon mal. Können wir Bestzeit fahren hier nochmal? Und jetzt nochmal was drücken wir, vielleicht eine 28er Zeit. Momentan auf 2. Ja, ich glaube, dass wir das schaffen. 28 wird wahrscheinlich utopisch sein für uns, da ranzukommen. Box this lap, please. Box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limit way too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. So ganz weit weg war sie nicht. Da haben wir nämlich nochmal nachgelegt in der ersten Kurve. Aber Bestzeit nochmal. Eine niedrige 29er Zeit ging. Wahrscheinlich sind einige Fahrer, auch die in der Gruppe hier sind, deutlich schneller als ich. Klar, aber ich bin erstmal zufrieden. Also Bestzeit. Haben wir noch was auch geschafft? Haben wir durch mit dem dritten freien Training sogar schon. Ich fahre bewusst. Ich habe es leider nicht anders geschafft, weil ich stehe morgens um 8 Uhr auf, mache mich los zur Arbeit und ich komme eigentlich fast immer nur nach der Arbeit zum Aufnehmen. Jetzt unter der Woche sowieso nicht, aber heute wollte ich unbedingt aufnehmen, weil ich ja quasi für euch die Folge raushauen wollte. Das soll kein Formel 1 jetzt voraushören, weil wir ja schon den straffen Zeitplan haben mit dem neuen Spiel, was ja am 16.07. erscheint. Ich glaube, das ist ein Donnerstag, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da müsste am 16. oder 17.07. schon jetzt die neue Folge. Vermutlich bringe ich am Donnerstag noch nicht, aber am Freitag bringe ich wieder mal die neue Folge. Muss man mit Markus quatschen, weil wir wollten ja eigentlich diesen Koop-Modus spielen. Bei dem IT-Modus, den neuen, habe ich euch ja in F1 2020, also in diesem Teil hier geschafft. Gezeigt und mehr als 21 wollte ich euch eigentlich mal den Koop, diesen neuen Koop-Modus, diesen Koop-Karrieremodus zeigen. Den wir mal durchziehen.
So, ab in die Box. Damit haben wir es geschafft. Ich weiß, wir fahren nochmal um die 20 Minuten. Und wir sind durch. Seit O'Connor 4 jetzt. Packt sich den Stoll. So, eigentlich wollte ich euch was anderes. Wollte ich doch schon. Ach, ich. Ja, ich muss hier nochmal raus. Sehe ich gerade. So, da fahren wir nochmal raus. Ich werde auf dem gleichen Satz nochmal raus müssen. Weil ich im Fotomodus euch nochmal noch was zeigen will. Das Thumbnail erstellen wollte. Ja, Luis ist schneller raus. Klar. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass wir noch ein Auto auf der Strecke finden. Und da ist dann tatsächlich doch ein Racing Point und ein Williams. Auf die warten wir jetzt mal kurz, damit ich euch im Fotomodus kurz eben zeigen. Klar, der arme Junge, der jetzt am Weg steht, der war jetzt ein bisschen im Wege stehen. Und dann gehen wir nämlich jetzt in den Fotomodus, weil dann habe ich mich das Auto. Oh, das war keine Absicht. Scheiße, das war natürlich jetzt super. Da war ich ein bisschen raus, schnell raus. So, dann schnappe ich mal meinen Controller, damit ich euch das kurz finde. Wegen dem Thumbnail halt, ne? Das ist Let's Roll, ja. War ich vielleicht noch so rum? Ja, machen wir so rum. Komm. So, share. So. Ja, einmal kurz beenden, bestätigen. Und dann geht's weiter. Und dann werde ich die Session und dann haben wir das auch erledigt. Dann sind wir nämlich im. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Richards, Hamilton und Max Verstappen. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Genau so ist es. So, dann haben wir das. Dann sind wir durch mit dem freien Training, liebe Leute. Dann haben wir das. So, geht dann weiter morgen mit dem Qualifikationstraining hier aus Bahrain. Und da freue ich mich auch drauf. Und dann schauen wir mal, ob wir hier eine Ansage machen können, ob wir tatsächlich uns die Trainingsergebnisse mitnehmen können und uns eine Pole holen können. Unsere erste der Saison. Das wäre super. Aber wie gesagt, der Freitag war sehr erfolgreich mit 3x P1. Mal gucken. Das ist sehr deutlich, der Abstand, muss man sagen. Jetzt waren es auch nur etwa 0,3 Sekunden. Das muss man auch erstmal mitnehmen. Und ob wir das dann wirklich nochmal auf die Reihe bekommen, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal, ob wir das mitnehmen können. Ich gehe mal kurz eben. Was hältst du hiervon? Machen wir Standardentwicklung. Haben wir nochmal ein bisschen Power mit da an das Auto. So, dann würde ich sagen, wir feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit dem Qualifikationstraining hier aus Bahrain.